Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 249, Mitte Mai. Happy Birthday, alles Gute nachträglich, Pip. Ich hoffe, du hast mein Geschenk bekommen. Ja, ich habe eine Frage. Es Also ist. ich habe eine Dose. Ich habe eine Frage zu dem Geschenk. Vielen Dank erstmal. Ich habe eine Dose bekommen, die ungefähr so groß ist wie, schwer zu sagen. Also ich schätze, da ist ein halbes Pfund einer komischen Creme, die nach Kokos riecht drin. Und die Verpackung sagt nicht besonders viel über den Inhalt aus. Also weder die Inhaltsstoffe noch die typische Anwendung. Deswegen brauche ich Aufklärung dazu. Ach so, ich bin mir auch nicht ganz genau sicher, was das überhaupt ist. Ich habe auf Amazon geschaut, was es für so Creme für Fahrradfahrer gibt. Es ist gut möglich, dass dir das alles wegätzt, was beim Fahrradfahren stören könnte. Ich Oder es bin macht nicht das sicher, ob ich alles. das an die Stellen auftragen möchte dann. Ja, keine Ahnung. Aber das war meine Impuls-Geschenkidee für dich. Also, ja, eine Creme fürs Fahrradfahren. Abgesehen davon, dass es ungefähr 10% meines Gesamtgepäcks ausmacht, diese Dose. Hast du gesehen, was Olli Schulz und Jan Böhmermann für 7 Jahre Fest und Flauschig bekommen haben? Die haben ein Billboard in New York bekommen. Und ich krieg eine Dose Eierbalsam, oder was? Ja. Okay. Ja, du, 7 Jahre haben wir ja hier noch nicht. Wir steuern jetzt Okay, auf 3 Jahre hin. Also. du kannst dich noch steigern, ich verstehe. Ja, vielen Dank trotzdem. Ich habe es in eine kleinere Dose umgefüllt und werde schauen, ob es mir hilft. Und du fährst jetzt 400 Kilometer an einem Tag, oder was hast du dir vorgenommen? Ich glaube nicht, dass man 400 Kilometer ungeübt an einem Tag fahren kann. Plus, dass meine einzige Möglichkeit, ein bisschen zu trainieren, durch adverse Ereignisse unmöglich gemacht wurde. Also beim Beginn meines Geburtstags kam es zu gastroenterologischen Problemen, die ich nicht weiter ausführen möchte, die auf jeden Fall dazu geführt haben, dass ich weder in bester Verfassung noch mit irgendwelchen Training auf meine kleine Fahrradtour starte, deren Ziel ich noch nicht bekannt geben möchte, für den Fall, dass ich es nicht erreiche. Aber ich fahre heute Also, erstmal du kannst mich mit dem jederzeit ICE ein bisschen anrufen. Richtung. Du holst mich ab? Okay, gut. Also ich fahre Ich mit hole dem dich ICE heute ein jederzeit ab. bisschen Richtung Süden und dann davon westwärts und mal gucken, wie weit ich komme. An so einen komischen Flüssen entlang. Ich hoffe, das wird so ein. Was schätzt du mir an Kilometern pro Tag? Ich würde sagen, wie so ein normaler Typ, der in der Midlife-Crisis ist, überschätzt du dich erstmal maßlos und fährst so 50 Kilometer und danach tut dir einfach alles weh. Ja, und ich wär ja gerne Mäuschen und würde so mitkriegen, was dir so im Kopf die ganze Zeit rumschwirrt, wenn du da rumfährst. Selbsthass vermutlich. Ich kann ja eine Insta-Story für dich machen, dann kannst du das ein bisschen mitverfolgen. Vielleicht bist du auch Ja, ganz neidisch, dass du mal. nicht bei mir sein kannst. Ja, ein bisschen schon. Ich würde dich gerne so mit so einem, ja, mit einem Elektroauto hinterherfahren. Das wäre vielleicht sowieso nicht so schlecht. Also einmal für deine Gesundheit und für deine Sicherheit, wenn du wie bei der Tour de France so einen Wagen hinter dir hättest. Boah, das wäre eine geile Challenge. Ich würde, pass auf. Ich fahre Wettrennen gegen den Sion, wie heißt der? Sono. Sono Sion. Ich glaube, das würde ich gewinnen. Jede Wette. Was wäre das für ein geiler Stunt? Kommt drauf an, ob die Sonne scheint oder nicht. Selbst wenn sie scheint, würde ich gewinnen, glaube ich. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, also warum wir uns damit schon wieder beschäftigen müssen, sagen wir gleich. Aber der hat ja an Reichweite 112 Kilometer. Und zwar pro Woche. Weil die Aufladung aus den eigenen Solarpanelen entspricht ungefähr 2 Kilometern in 3 Stunden. Also nicht nur, dass Ja, ich stopp, 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 da würde stopp. ich zu, A, würde ich zu Fuß dagegen gewinnen, also in 3 Stunden 2 Kilometer aufladen. Das kriegt man auch zu Fuß noch ganz gut hin, das Auto zu schlagen. Mit dem Fahrrad aber ganz sicher. Nee, nee, aber du hast es falsch verstanden. Wenn das nur mit der Sonne getankt wird, aber die Reichweite haben die für so 255, 300 Kilometer drin. Also die Batterie, du kannst das Auto laden und mit Sonne aufladen. Verstehe. Dann habe ich es nach ein paar Tagen aufgeholt, vielleicht. Obwohl, dann muss ich darf dann auch nicht schlafen. Die Frage ist, wer zuerst an die Steckdose muss, ich oder das Auto? Ja, aber Steckdose trotzdem, oder Intensivstation bei dir? warum baue ich da zig Kilo an Extragewicht an das Auto, um die Reichweite um 112 Kilometer pro Woche zu verlängern? Das ist absurd.
Erklär mir lieber mal, was ein Rettungsschirm ist. Das klingt viel schöner als Insolvenz, glaube ich. Ist nur, also mit der Insolvenz kommt man ja unter gläubiger Schutz. Das heißt, ein Insolvenzverwalter in der Regel übernimmt die Geschäfte des Unternehmens und sorgt dafür, dass dem Insolvenzrecht entsprechend die Gläubiger bedient werden. Das kann unter Umständen zu einem Going Concern, also dem weiter Existieren des Unternehmens führen. Ob das hier, also weil es zur Umschuldung führt zunächst. Und es gibt Unternehmen, die ohne, mit weniger Schulden oder ohne Schulden dann wieder überlebensfähig werden. Dass hier der Fall ist, würde ich stark bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber die Gründer, ich will mal positiv sagen, haben ihren Optimismus noch nicht ganz abgelegt. Um nicht zu sagen, sie machen weiterhin falsche Hoffnungen. Zumal die Hoffnungen ja vollkommen egal sind, weil die Leute ja eh ihr Geld verlieren. Das heißt, selbst bei einem Weitergehen hätten sie ihre Anrechte höchstwahrscheinlich verloren, nach meinem Verständnis. Aber so traurig klingt das Video der Sono-Gründer gar nicht. Man hat sicherheitshalber aber die Kommentare auf YouTube erstmals, glaube ich, geschlossen, um sicherzustellen, dass da Nutzer sich nicht noch etwa gegenseitig Rechtsberatung geben können oder aus welchen Gründen auch immer. Ich könnte mir vorstellen, die Kommentare wären nicht so positiv unter dem Video. Das Video ist ja noch nicht mal gelistet, ne? Also du kommst da nur mit einem direkten Link drauf. Ah, okay. Was mich so, also wir können es mal in die Shownotes setzen, dann kann man sich das angucken. Was ich wieder krass finde, ist, dass sie jetzt das irgendwie sagen, ja, wir hätten eine Finanzierungsrunde irgendwie closen können, aber dann ist leider die Silicon Valley Bank irgendwie passiert und deswegen hat sich der Markt wieder gedreht. Also diese Ausrede immer auf andere Gegebenheiten. Ja, finde ich schon bemerkenswert. Ja, genau, die Silicon Valley Bank und Credit Suisse sind schuld. Am Höhepunkt war Sono Motors mal 2,6 Milliarden wert zum Börsengang. Heute absolut unvorstellbar. Wie gesagt, die Tagesschau hat berichtet, dass sie inzwischen jetzt unter anderem, nehme ich an, Insolvenz angemeldet haben und damit das eingetreten ist, was wir befürchtet haben zuvor. Was ich krass fand, ist unter anderem redet der CFO dort, oder ist diese dritte Person der CFO? Ich glaube ja. Ja. Du kennst die Gang ja schon besser, nachdem du da einen Testfahrt gemacht hast oder einen Test anfassen. Die Mehrzahl der Gläubiger haben ja angeblich das Ratenzahlungsprogramm angenommen. Das finde ich brutal. Also die haben gesagt, statt mein Geld zurückzufordern, erlaube ich Sono Motors das Geld nach und nach zurückzuzahlen von einer Firma, die offensichtlich insolvenzbedroht war. Mit dem Hereinfallen auf diese Kampagne haben sie sich nach meiner Logik in der Gläubigerreihenfolge eventuell auch nach hinten verschoben. Wenn, dazu kenne ich jetzt das Insolvenzrecht nicht gut genug, muss ich zugeben, aber ob da nur nach, also ob da anteilig, ob Gläubiger anteilig oder also pro rata oder auch nach Maturity, also wann die Schulden fällig werden, das Geld zurückbekommen, ist mir nicht 100% bewusst, so oder so. Finde ich schon krass, dass da Leute im vollen Bewusstsein höchstwahrscheinlich bald zahlungsunfähig zu sein, Anzahlungen eingeworben haben, Auszahlungen verzögert haben, also in Ratenzahlungen gewandelt haben. Ich fände es ehrlich gesagt super krass, wenn die nicht persönlich haftend dafür wären oder weiteres. Da gab es ja bei Finance Forward schon mal eine anwaltliche Einschätzung zu, was da eventuell auch strafrechtlich im Raum stehen könnte. Ich sage, ohne den neuen Frieden, wäre übertrieben, den Neustart haben wir es, glaube ich, genannt, mit Frank Thelen gefährden zu wollen und deswegen auch gar nicht persönlich, sondern nur als Update und Transparenzhinweis. Der hat ja leider auch qua Teilen des Funding-Aufrufs der Gründer, das auf LinkedIn promotet. Ich will nicht sagen, dass er aktiv dazu aufgerufen hat, da zu investieren, das sicherlich nicht, aber das Teilen bewirkt zumindest mittelbar eben Ähnliches. Und das war im Nachhinein sicherlich auch sehr unglücklich. Ich unterstelle ihm da definitiv, dass er sicher das sehr gut gemeint hat, aber es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es meiner Meinung nach nicht schlau ist, wenn Sparer oder Privatanleger, Retail-Anleger, Kleinanleger
in solche Hochrisikoprojekte, die sie offenbar nicht verstehen können, oder die Mehrheit, die offenbar nicht versteht, investiert. Und ja, die Anzahlungen sollten jetzt weg sein. Die gelten quasi als Forderung für die Anleger oder die Anzahler, Verpflichtung für die Firma und werden damit im gesamten Gläubiger, also ich glaube nicht, dass die irgendeine Vorrangstellung haben im Gläubiger, in der Gläubigerkaskade. Aber wie gesagt, das alles könnte jetzt ein Insolvenzverwalter wahrscheinlich besser beantworten. Aber prinzipiell ist eine Anzahlung einfach nur eine Verpflichtung der Firma zu einer Leistung und damit relativ normales Fremdkapital. Nicht, dass man mit Eigenkapital hier besser gestellt wäre, aber es ist, glaube ich, fest davon auszugehen, dass diese Anzahlungen nicht annähernd voll oder eventuell auch gar nicht zurückgezahlt werden können. Also auf die Liste von Sachen, die man nicht machen sollte als Influencer, ist einmal Crowdfunding promoten und das andere ist irgendwelche dubiosen Online-Kurse anbieten. Also man sollte vielleicht prinzipiell nichts promoten, wo man auch Geld verlieren kann. Schon gar nicht was, wo es sogar höchstwahrscheinlich ist, wie CFDs und so weiter. Und es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass wenn man ein Influencer ist, der sich an eine breite Masse wendet, dass man nur mit semi-professionellen oder professionellen Investoren spricht, sondern es sind natürlich immer Leute dabei, die auf deinen Ruf vertrauen. Und umso vorsichtiger sollte man damit umgehen. Ja, ganz generell. Vielleicht hat es ja dazu geführt, dass Leute auch dazu lernen. Das wäre sehr wünschenswert. Hatten wir nicht mal die Zahl ausgerechnet, wie viele Anzahlungen da? Ach nee, die Anzahlungen sind ja, ein Teil der Anzahlung wurde jetzt nicht abgerufen, weil die Gesamtfunding-Summe nicht zurück zustande kam. Aber es gab natürlich viele, die vorher schon angezahlt hatten. Und das Geld sollte auf jeden Fall überwiegend weg sein. Ja, wenn du so überlegst, dass du tatsächlich damit gerechnet hast, dass du dieses Produkt bekommst, und jeder kennt das ja aus den alten, wie heißt das, Kickstarter? Das Kickstarter-Modell, wo eigentlich jeder schon mal irgendwas gekauft hat, weil er das Video so cool fand und dieses Produkt dann einfach nie kam. So, das ist halt, wenn das Average Order Value oder das Produkt irgendwie 50 oder 100 Euro kostet, dann ist das eine Sache und verkraftbar, aber bei einem Mittelklassewagen oder Kleinwagen ist das halt einfach echt eine andere Hausnummer. Gut, genug über Elektroautos gesprochen heute. Lass uns über AI reden. Google I.O. hat letzte Woche präsentiert, oder Google hat ihr Google I.O. gemacht, und wie durch ein Wunder ging es um AI. Bevor wir um AI sprechen, eine kurze Verbraucherfrage an dich. Hast du dir sofort das neue Telefon bestellt? Das Pixel 7a oder das Pixel Fold, meinst du? Ja, eins von beiden. Also, ich habe nach meinem Verständnis das 7... Ich habe doch... Sekunde. Also gibt's, ich glaube, das 7a ist... Ja, aber das ist neu, aber das ist irgendwie... Nee, 7 gibt es ja schon. Also 7a ist die preisgünstige Variante vom Pixel 7 oder 7 Pro. Und ich habe eins dieser beiden. Von daher, wobei es handlicher ist. Ich habe mir eigentlich immer gewünscht, ich hoffe, nächstes Mal bin ich diszipliniert genug, nicht auf das Pro wieder reinzufallen, sondern eigentlich hätte ich gerne die gleiche Leistung in einem kleineren Formfaktor. Weil mir das vorletzte Modell war viel zu unhandlich. Das ist das einzige Handy, was mir zweimal kaputt gegangen ist. Oder wo das Display deutlich gelitten hat. Das neue ist immer noch zu groß, aber ein bisschen besser. Vielleicht nehme ich nächstes Mal wirklich die günstigere Variante, einfach wenn sie kleiner ist als das, wenn da einigermaßen die gleiche Leistung drin ist. Genau, also Google I.O. ist die Developer-Konferenz von Google. Man könnte sagen, das Gegenkonzept zur Apple WWDC, die Worldwide Developer Conference von Apple. Bei Google heißt sie eben I.O. Es ging aber nicht um I.O., sondern nur um AI tatsächlich. Also es gibt einen lustigen Mitschnitt, glaube ich, von wie oft Sundar Pichai AI sagt. Die zweitmeist verwandten Worte, würde ich schätzen, waren responsible und das Adverb responsibly und safety. Also man hat, glaube ich, sehr gut... Mein Gedanke war, ob sie vielleicht den alten Claim wieder zurücknehmen, don't be evil. Weil jetzt für AI würde sich das ja super, würde das wieder super passen. Don't build evil wäre gut. ja, ich glaube, don't be evil, das kriegen sie halt einfach nicht mehr hin. Dazu haben sie meiner Meinung nach nachweislich gegen verstoßen mit dem wettbewerbsschädlichen Verhalten, dass sie in einigen Industrien an den Tag, in welchen nicht, aber also in den meisten Industrien an den Tag legen. Das kriegt man, glaube ich, nicht mehr reetabliert.
Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Partner nutze ich seit Folge 24. Seit fast 3 Jahren mache ich meine Podcast-Notizen auf Notion. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Seit neuestem kann man mit dem KI-Tool von Notion noch schneller arbeiten. Notion KI kann dir jetzt sofortige Antworten auf deine Fragen geben und dabei Informationen aus deinem Wiki, deinen Projekten, deinen Dokumenten und Meeting-Notizen nutzen. Zudem kann dir die KI beim Schreiben und Übersetzen helfen. Teste Notion KI kostenlos, indem du notion.com/dg öffnest. Alles in Kleinbuchstaben, notion.com/dg, um die leistungsstarke, nutzerfreundliche Notion KI noch heute auszuprobieren. Und wenn du unseren Link verwendest, unterstützt du damit unseren Podcast. Also notion.com/dg für Doppelgänger. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Aber man merkt, was vielleicht so ein bisschen die These, die wir zuvor hatten, auch fördert, dass Google hauptsächlich aus Safety- und Trust-Aspekten sehr, sehr vorsichtig mit AI war in der Vergangenheit. Jetzt würde ich sagen, macht man eine massive Gegenoffensive, betont aber bei jeder Gelegenheit, dass man diese responsible und mit Fokus auf Safety, Security und Privacy macht. Das sind immer die 4 Worte. Also man verhandelt responsible, man verhält sich verantwortlich im Umgang mit AI. Safety, Security, man sorgt dafür, dass sie sicher aus sagen, IT-Aspekten, aber auch sonst sicher für die Menschheit ist. Und Privacy, man schaut, dass die AI-Anwendung Datenschutz achten, sei es dadurch, dass man sie auch on-premise bei sich selbst oder mit Firmendaten installieren kann oder dass andere Vorkehrungen getroffen werden, um die besonders datenschutzsicher zu machen, weil natürlich genau das die Dinge sind, wo man als Firma oder Nutzer eventuell Angst hätte, Google zu vertrauen. Für mich ist das so dieses, also responsible ist so ein bisschen wie wenn die Konzerne alle sagen, sie sind jetzt so unheimlich nachhaltig. Wenn man sich das Produkt dann so anguckt und deren Produkt ist ja eigentlich, oder so das Hauptkernprodukt ist ja OpenAI oder ChatGPT, aber mit Live-Daten. Und das ist eigentlich ja wesentlich schlechter kontrollierbar als OpenAI. Also ich frage mich so ein bisschen, sind die wirklich aufgeräumter oder more responsible oder jugendfreier oder kontrollierter als das, was es bis jetzt auf dem Markt gibt? Oder sagt man einfach, man macht Öko, aber macht dann doch nicht alles Öko? Also sagt es auf den Slides und auf der Präsentation und im Maschinenraum sieht es dann ein bisschen anders aus. Ich habe das nicht so verstanden, dass man sagt, wir sind die saubereren oder vorsichtigeren im Vergleich zu anderen Lösungen, sondern eher, dass man prinzipiell sich verpflichtet, selbst verpflichtet, bei allem, was man macht, in Richtung AI eben vorsichtig zu sein. Weil okay, also wir sind klimaneutral in 2024, 2040. Ich weiß nicht, ob ich das gleichsetzen würde. Ah, zu dem klimaneutralen Beispiel. Wir haben ja schon kurz über die Luisa Neubauer-Rede gehalten. Ich finde es ganz spannend, dass die Tech-Konzerne ja die ersten waren, die auch gesagt haben, sie sind vorzeitig klimaneutral. Und ich glaube, das war unter anderem aus Personalmarketing-Gründen, weil wenn du so viel Top-Talente einstellen willst, wie die Tech-Konzerne es getan haben in der Vergangenheit, das habe ich ja kritisiert, dass die so viel gutes Personal binden in meiner Keynote, die übrigens jetzt verfügbar ist auf YouTube. Vielleicht ist Jan so lieb und packt das auch in die Shownotes. Es gibt die Keynote jetzt geschnitten und High Quality auf YouTube und unter doppelgänger.io/AI findet man weiterführende Links, die Slides, ein Cheat Sheet in Google Sheets mit ein paar, also so ein Quick Start Guide, wenn man so möchte, vielleicht welche noch weiter vervollständigen. Jetzt haben wir 2 Schachtelableitungen gebaut. Ich kam von Keynote auf die Leute, die Big Tech bindet und unter anderem hat Big Tech sich, glaube ich, deswegen besonders früh zu Net Neutrality, CO2-Net Neutrality verpflichtet. Ich würde das jetzt aber nicht gleichsetzen mit Greenwashing, wenn man hier sagt, dass also jedes Wort in diesen Developer Conferences, so wie auch bei Earnings. Sekunde, gehen wir ganz kurz ran. Genau, sorry, das erschien wichtig. Du hast, glaube ich, insofern recht, dass
niemand weiß, wie man das Risiko wirklich containen kann. Und trotzdem versuchen natürlich alle das Beste zu tun. Das zu tun. Ich glaube nicht, dass jemand ausschließen kann, dass ihre AI genutzt wird, um Böses zu tun. So wie du auch mit, du kannst auch mit Gmail einen Erpresserbrief schreiben oder mit Sheets irgendwie die eine Formel kalkulieren, um was Böses herzustellen. Also, was war denn das Interessanteste, was sie vorgestellt haben? Ich überlege jetzt, ob irgendwas für mich rausgestochen hat. Ich würde ein paar Sachen, also ich glaube, es ist eher die Menge sozusagen. Also ich gehe mal auf ein paar Sachen ein und dann schließen können wir darauf Rückschlüsse ziehen. Also das eine ist, sie haben quasi so Gmail Compose, das gab es schon bisher, also sich so Quick Answers oder auch sagen, einen Assistenten zum Schreiben hatte. Da kommt jetzt die zweite Version, die Help Me Write, wo du quasi vorformulierst. Du kannst sagen, was du antworten möchtest und dann noch entscheiden, ob du es besonders eloquent, besonders kurz haben möchtest, noch freundlicher oder so weiter. Das hilft, glaube ich, einfache E-Mails, gerade so im formellen Umgang vielleicht mit Behörden oder Firmen, schneller zu antworten. Das ist das, was man jetzt normalerweise mit Copy-Paste selber gemacht hätte in ChatGPT oder BART, also der Google-Version. Bei Maps haben sie vorgestellt, dass sie jetzt aus den gesamten Häuserfronten die Street View und wahrscheinlich, also aus der Mischung von Satellitenbildern und Häuserfronten von Street View haben sie jetzt quasi eine 3D-Karte gemacht, in der man eintauchen kann und jede Strecke so per Vogel schon abfliegen kann, wenn man möchte, oder schon vorher sich angucken kann. Es gibt ein Magic. Ja, super Hilfe, wenn man schnell von A nach B muss. Ja, es gibt ja nicht nur einiges. Also, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Fahrrad fahren will, dann möchte man schon ein bisschen schauen, ob ich da jetzt durch eine Betonwüste durch Gewerbegebiete fahre oder schön entlang der Mosel. Ja. Kommt auch erstmal nur in 15, 16 Städte, wenn ich es richtig verstanden habe. Wird noch ein bisschen dauern. Dann gab es ja schon diesen Magic Eraser, mit dem man Dinge einfach aus dem Foto, die unliebsam sind, raus operieren konnte. Das war echt super nützlich, das Tool. Wenn einfach ein hässlicher Telegrafenmask oder ein doofes Auto vor einer schönen Sehenswürdigkeit steht, konnte man das damit ganz gut wegradieren. Und daraus wird jetzt ein Magic Editor, also wo du quasi super einfach Bilder editieren kannst mittels AI. Also ihr Palm 2 Modell ist wahrscheinlich, das ist die Weiterentwicklung von Palm, also ihrem eigenen Large Language Model. Und davon gibt es verschiedene Varianten, unter anderem eine, die Gecko heißt, dass die kleinste ist und damit so auch auf Telefonen zum Beispiel laufen kann. Also es gibt vier verschiedene Versionen, Bison, Unicorn, Gecko und Otter, glaube ich, die dann verschiedene Use Cases adressieren oder verschiedene Umgebungen. Natürlich kann man BART nutzen zur Programmierung in Zukunft. Es wird Tools geben, also man baut einen App Store. Ich glaube, das ist auch die spannendste Fantasie oder eine der spannendsten Fantasien für Microsoft und Google, dass die nächste große Plattform der App Store für AI-Anwendungen und Schnittstellen wird. Da hat Google auch sofort nachgezogen. Man wird es in Sheets und Slides nutzen kann, Beispiel in Slides. Man kann sich vollautomatisch Speaker Notes zu Folien bauen lassen oder auch Foliendecks erstellen. Ich eine Frage. Glaubst du, die Qualität wird besser oder schlechter? Also jetzt mal angenommen, du bei deinem Vortrag, du hast die Slides gebaut und danach lässt du dir von der AI die Speaker Notes basteln. So, da wird da eigentlich der Output, also das, was du präsentierst, nicht wirklich besser. Das kommt immer drauf an. Also es auf jeden Fall hebt es, sagen Leute, die gar nichts können, auf einen guten Durchschnitt hoch, würde ich sagen, und verbessert die Leistung. Eine zweite Sache, die sehr wichtig ist, ganz gleich, ob du jetzt die Slides so 1:1 übernehmen willst oder so. Eine wichtige Hürde ist ja so dieses, die erste Zeile in ein Buch schreiben oder die ersten 5 Slides erstmal bauen oder die Outline haben. Da denken sich Leute teilweise Tage dran tot und sagen, es ist eine große Blockade anzufangen. Und einfach nur was zu haben als Ausgangspunkt kann schon viel Produktivität anlocken, quasi. Mhm. Ja. Ich glaube, ein paar Leuten wird es helfen, einfach wenn man stecken bleibt oder nicht jeder Vortrag ist ja auch gleich eine Keynote. Also manchmal geht es auch einfach um einen kleinen Inspirationstalk im Sales-Team oder was. Da kann das, glaube ich, schon helfen. Auch da würde ich sagen, die qualitativen Outlier wirst du wahrscheinlich nicht damit generieren. Aber vielleicht ist es ein gutes Grundgerüst und spart einfach Zeit, wenn ich damit also ich hätte zum Beispiel super gern für meine Präsi sowas gehabt, wo ich sage, damit ich nicht auf meinem beigen Hintergrund einen weißen Chart habe, so passt den Hintergrund meines Images in dem Chart an den Folienhintergrund an.
wäre für mich super hilfreich gewesen, das sozusagen mit einem Befehl machen zu können. Mir ist schon klar, dass man das mit ein bisschen Bildbearbeitung alles hinbekäme. Aber das zum Beispiel zu automatisieren, finde ich mega, mega wertvoll. Genau, also da gibt es, glaube ich, ausreichend Anwendungsmöglichkeiten und das sind ja alles erst noch die ersten. Dann kommt natürlich mehr AI in die Suche. Also Google spricht von einer Search Generative Experience, also der Augmentierung von der herkömmlichen Suche durch AI oder der Fusion von beiden in ein Produkt. Also eine Art supercharged Suchexperience. Unter anderem eben die Buying Guides, die man auch schon bei ChatGPT oder Microsofts Assistenten gesehen hat. Also dass ich fragen kann, irgendwie, was ist ein gutes Fahrrad für die und die Strecke oder welches Auto, was ist ein gutes Familienauto für 5 Leute mit Hund. Solche Sachen kann man damit machen. Das alles wird, um das ganz klar zu sagen, natürlich wieder Screen Real Estate verdrängen. Also die in Anführungsstrichen normalen Ergebnisse, die sprichwörtlichen 10 Blue Links werden weiter verdrängt werden damit. Das ist relativ absehbar. Und die Google-Mitarbeiterin, die das präsentiert hat, meinte pro forma noch so, wenn sie jetzt mehr Zeit hätte und nicht präsentieren würde, dann hätte sie sich natürlich noch die Web-Results dazu angeschaut. Das auch sowas ist natürlich wohl überlegt. Das sollte implizieren, dass natürlich der Rest des Webs Teil der Suchexperience bleibt. Das würde ich in Frage stellen. Also zumindest marginal wird das Web weniger wichtig werden, wenn Leute anfangen, das so zu nutzen. Google motiviert Leute eigentlich geradezu, dass so eben Suche für Dinge zu nutzen, die man bisher nicht genutzt hat, die man dann eventuell auch auf ChatGPT machen würde, was natürlich gefährlich wäre. Es besteht halt dieses Problem, was wird aus dem Rest des Web? Ist das nur noch eine Datenquelle für die großen Suchmaschinen und AI-Interfaces? Am Ende, wie soll diese Datenquelle weiter finanziert werden? Google weiß sicherlich, dass ein Teil des Suchtraffics andernfalls zu ChatGPT gehen würde, wenn sie das nicht selber tun würden oder zu Bing. Das wäre gar nicht so schlimm, weil das teilweise ja unkommerzieller Traffic ist. Ich glaube, das Hauptproblem ist eher, dass wenn Bing so groß werden würde mit AI, dass sie nur 10-20% Marktanteil bekämen, dann wäre es wiederum ein einfaches, ihre Suche auch nochmal so viel besser zu bauen. Mit einfach durch mehr Data, Feedback und Feedback Loops, durch User-Daten, dass es den Datenvorteil von Google schnell erodieren könnte. Von daher wäre selbst auch ein marginaler Übergang von Nutzern zu Bing oder ChatGPT schon sehr gefährlich für Google, und Google muss hier einfach nachziehen. Dann in ihrer Developer Suite, sozusagen innerhalb von Vortex, gibt es dann weitere eigene Modelle zur Image-Generierung, Imagine, zur Code-Komplettierung und Vervollständigung und Prediction, Cody heißt das, und zur Sprachanalyse und Sprachausgabe, Chirp. Das ist quasi das, was es auch Open Source oder mit Midjourney oder anderen Produkten gibt, dann nochmal von Google und für Developer ansteuerbar. Man muss sagen, es ist überraschend, was jetzt alles auf einmal in 3 Monaten passiert. Das lässt eigentlich nur 2 Schlüsse zu. Entweder, dass bei Google auf einmal alle angefangen haben zu arbeiten und vorher nichts gemacht haben, oder dass das eben alles mehr oder weniger fertig war und Google einfach nur keinen Anreiz hatte, das zu releasen, wie wir es schon öfter vorher besprochen haben. Beide Möglichkeiten sind wahr. Dann gibt es so ein Duet AI, das wird Duet, klingt natürlich schön nach wir schaffen keine Menschen ab, sondern wir komplettieren Menschen oder augmentieren Menschen. Das wird es eben zum Beispiel, also nicht nur in der gesamten Google Worksuite geben, sondern auch als Co-Entwicklungstool kann man Duet AI nutzen. Sie haben natürlich, auch das hatte ich im Vortrag angeteasert, dass die Infrastruktur und die Hardware unheimlich wichtig sein wird. Da sagen sie sozusagen, dass ihre Infrastruktur bis zu 80% schneller und 50% günstiger sein wird als andere Lösungen. Also jeder große Tech-Konzern baut seine eigenen AI-Chips letztlich, um da Vorteile zu erringen. Ganz spannend vielleicht noch, dass sie bei der Image-Suche oder generell bei Bildern Tools zur Verfügung stellen werden, um die Authentizität von Bildern zu überprüfen. Auch das vorher in meinem Vortrag erwähnt, wir werden sozusagen eine riesengroße Vertrauenskrise gegenüber Inhalten bekommen, weil wir als Menschen fast nicht mehr einschätzen können, was jetzt echt ist und was nicht. Ich glaube, da Tools zur Verfügung zu stellen, die erklären, wo das Bild zuerst mal aufgetaucht ist, ob das in irgendwelchen seriösen Publikationen übernommen wurde,
ist sicherlich hilfreich, um einzuschätzen, ob Bilder fake sind oder echt und ihren Ursprung im echten Reporting haben. Weniger spannend fand ich die generative AI für Android Wallpapers, also dass du deinen Handy-Hintergrund mit generativer AI generieren kannst. Oh, die 10 Minuten hätte ich gern zurück von meinem Leben, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, das Pixel 7a ist eine sehr mächtige, aber preisgünstige Variante des aktuellen Pixels mit rund $500. Und dann das Pixel Fold ist das zweitschmalste Klapp-Handy quasi mit einem aufklappbaren Bildschirm. Und es gibt auch ein neues Pixel-Tablet, was man als Smart Home zentral nutzen kann. Und damit würde ich es auch erstmal belassen. Ich habe 3 schnelle Fragen für dich. Erstens, lacht sich Big Tech jetzt nicht ins Fäustchen? Also die könnten doch jetzt eigentlich sagen, alle wollten uns nie ihre Cookies geben und jetzt bekommen wir alle Daten. Also man gibt ja da alles ein und so als Beispiel für, mach ein Gedicht über meine Kinder, über meinen Hund, bearbeite das Bild und alles, ist ja eine riesen Datenkrake. Es hat das Potenzial dazu, würde ich sagen. Ich glaube, im Moment sehe ich das noch nicht so eingesetzt. Es gab ja Beispiele, ne, von Samsung, dass wenn man eventuell Firmendaten da reingibt, dass die an anderen Stellen wieder auftauchen könnten als hinzugelerntes Wissen. Ich würde schon sagen, es hat das Potenzial dazu. Je mehr man der AI in der Bewältigung des eigenen Alltags vertraut, desto mehr wird sie an diesem Alltag auch informationell teilhaben. Das ist eine valide These. Ja, also wenn ich, sagen wir mal, jeden Weg, also sagen wir mal, setzt dir in einem Jahr deine Apple Glasses auf und bei jedem Weg sagst du einfach aus Bequemlichkeit, navigiere mich dorthin und warne mich vor Gefahren. Dann wird man zwangsläufig, das Navigieren kannst du weglassen. Wenn du die Brille auf hast, wird man wissen, wo du hingegangen bist. Man muss ja gar nicht navigieren dazu. Einfach dadurch, dass du die Brille auf hast, wird man alles kennen. Aber wenn du andere Assistenten nutzt im Handy oder so, vielleicht wird es. Es gibt ja zum Beispiel eine AI, die das Versprechen hat, dass du nie wieder was vergisst. Also sie hört bei allen Meetings zu, sie liest alle Notizen, alle E-Mails und du kannst dann zum Beispiel sagen, also manchmal habe ich so Fakten, wo ich überlege, habe ich das im Podcast gesagt, habe ich es in einem anderen gesagt, habe ich das jemandem geschrieben, habe ich das irgendwie nachts um 4 mit jemandem am Stammtisch diskutiert? Dann könnte ich quasi die AI fragen, was da mein letzter Take war oder was ein gutes Gegenargument war. Dazu müsste ich quasi ja sämtliche Kommunikationen freigeben und das besteht natürlich schon die Gefahr, dass die Tech-Konzerne Use Cases bauen werden, um mehr Informationen zu bekommen. Plus, ein Teil des Werbemarkts wird ja eventuell erodiert durch die Search Generative Experience. Und das könnte man unter anderem durch besseres Targeting, also dass man noch besser versteht, wie weit jemand in einer Kaufentscheidung. Also wenn du den Buying Guide für ein Gravel Bike vollzogen hast, wirst du natürlich im Display-Netzwerk von Google später ausreichend Kaufangebote sehen, die deine neu entstandene Kaufbereitschaft abschöpfen mögen. 2. Frage. Macht Google jetzt mit Microsoft bzw. mit OpenAI, was Microsoft mit Slack gemacht hat? Ja, was du sagen willst, ist, dass sie über Distribution, also mit einem ähnlich, bestenfalls ähnlich guten Produkt oder vielleicht ähnlich guten Produkt, über Distribution gewinnen. Google hat höchstwahrscheinlich mehr Distribution, einfach weil mehr Leute Google täglich zur Suche benutzen. Das sollte zu schnelleren Feedback-Loops führen und schnellerem Lernen der AI, schnellere Verbesserung der Ergebnisse. Ob der Unterschied, sagen wir, zwischen 1 und 10 Milliarden Suchen dann so groß ist, ist noch eine andere Frage. Jetzt nur maßstabgerecht, weiß nicht, ob das ein richtiges Verhältnis wäre. Also irgendwann hast du auch einen absinkenden Grenznutzen mit mehr Daten. Aber ja, ich glaube, Google hat vor allem durch Android eine bessere Distribution. Andererseits hat Microsoft mit der Office Suite und Windows schon auch ganz gute Möglichkeiten, das in den Arbeitsalltag zumindest der arbeitenden Bevölkerung zu bringen. Oder vielleicht über Xbox und ihre Gaming-Sparte auch ein bisschen noch in die jüngere Bevölkerung, über LinkedIn in die Berufsbevölkerung. Ich sehe sie nicht ganz gleich auf, aber ich sehe Microsoft von der Distribution gar nicht so abgehängt. Und du hast ja die Power bei Slack zum Beispiel gesehen. Also wie viele Leute nutzen Teams, obwohl es ein relativ beschissenes Produkt ist eigentlich. Ich bin neulich mal aus Versehen 2. Klasse in der Bahn gefahren und wurde belohnt dafür. Also das war auf dem Rückweg von der OMR, glaube ich sogar. Oder haben so zwei Leute einfach 1,5 Stunden in, sagen
Club-Lautstärke über ihre Erfahrung mit Teams, also die offenbar noch nicht so lange damit arbeiten, gesprochen. Es war sehr, sehr anstrengend zu hören, wie so Boomer ihre ersten Produkterfahrungen mit Teams und sich so die Geheimtipps austauschen. Wie auch immer. Ist eine sehr gute Frage. Also Distribution wird unheimlich wichtig, um User zu erreichen, um schnell zu lernen, um viele Daten zu generieren. Ich sehe Microsoft da nicht abgehängt. Die Frage ist eher, kriegt ein Amazon genug Daten, kriegt ein Apple genug Daten? Da mache ich mir ehrlich gesagt auch nicht so viel Sorgen. Ist es eher wieder ein weiterer Vorteil gegenüber dem Rest des Internets, würde ich sagen. Ich meine, meine These war ja so ein bisschen, es ist vielleicht aus Zeitgründen auch Untergang, dass Mama oder GAFAM das eventuell letzte Oligopol ist, was wir gesehen haben als Menschheit im IT-Sektor. Das könnte natürlich schlecht altern, ist mir auch klar. Aber rein logisch auf dem Papier haben die einfach unheimliche Vorteile. Wenn man der These folgt, dass tatsächlich Datendistribution und Hardware die echten Burggräben und USPs werten in einer AI-getriebenen Gesellschaft, dann sind alle anderen Unternehmen einfach sehr stark abgehängt, muss man fairerweise sagen. Es haben also übrigens Leute gefragt, also jetzt ist die Präsentation draußen und man kann das nochmal langsam nachhören in Ruhe und sich die Slides auch in Ruhe anschauen. Jetzt fragen natürlich Leute, ob man das nochmal sozusagen in 0,5 Speed und komplett ohne Auslassung der Folien und so weiter, die man nicht geschafft hat, vortragen könnte. Also wenn du mal an einem Wochenende Zeit hast, können wir die auch nochmal sozusagen in Philipp Glöckler Speed austragen. Wenn du 2 Stunden Zeit nehmen möchtest, dann würde ich das auch nochmal so langsam vortragen, dass das alle verstehen. Ja, sehr gerne. Der beste Kommentar, der mir angezeigt wurde, ist, dass deine Stimme so anders ist als im Podcast. Also man muss es wohl in 0,5 hören, um in Podcast-Geschwindigkeit zu konsumieren. Ja, warum ist das so? Ich habe eine deutlich blechernde Stimme. Ist das die, dass ich bei Erregung eine höhere Stimme habe? Keine Ahnung, da musst du deinen Haushalt fragen, wie das bei Erregung aussieht. Aber ist auf jeden Fall. Ja, im privaten Bereich bin ich über Erregung lange hinweg. Nein. Ja, fand ich auch. Klingt ein bisschen unangenehm hoch fast. Also nicht so hoch wie bei Sven Schmidt, aber naja. Vielleicht muss ich so eine Elizabeth Holmes-Stimme für Vorträge auch entwickeln einfach. Ja, oder in Zukunft dürfen nur noch Sachen veröffentlicht werden, wenn Jan aus dem Off seine Magie gemacht hat. Genau, das wäre auch eine Möglichkeit. So, letzte AI-Frage. Biggest Loser müssen doch eigentlich Anbieter wie Fiverr oder so sein. Also diese Beispiele, die sie gegeben haben mit gib mir einen Text, gib mir irgendwie, bau mir eine Geburtstagskarte für einen Kindergeburtstag mit einem Unicorn drauf, bearbeite das Foto, das sind doch alles so Fiverr-Jobs. Ja, die Frage ist so ein bisschen, also langfristig definitiv, die Frage ist so ein bisschen, ob kurzfristig nicht Leute das noch günstiger über Fiverr abgeben, also ob Fiverr seine Take-Rate nicht noch mehr erhöhen können, weil Leute noch weniger Wareneinsatz haben und Kunden die Preise insgesamt sinken bei höherer Take-Rate und dadurch trotzdem mehr solche, also natürlich kann ich irgendwie ein Bild mit Midjourney selber generieren, aber ich kann ja auch ein WordPress-Template selber bauen mit ausreichend Zeit. Wenn das jemand als Prompt-Engineer trotzdem viel besser kann, warum soll er es auf Fiverr nicht anbieten? Also es gibt definitiv schon neue Marktplätze für Prompt-Engineering, also wo jemand einfach verkauft einen sehr guten Prompt zu einem gewissen Thema, der zu deutlich besseren Ergebnissen führt. Ich würde mir vorstellen, dass Fiverr entweder in den Bereich gehen muss oder direkt Prompt Engineers vermittelt als Plattform oder dass sie aus dem Markt gedrängt werden, tatsächlich. Ja. Also sowas wie unser WordPress-Template zum Beispiel wird man, also wenn ich sage, mach mir einen Podcast-Style oder Spotify-Style oder so WordPress-Template mit einer Person im Hintergrund oder zum Thema Technologie, das wirst du komplett auch selber hinbekommen, wenn du einen guten Prompt hinbekommst dafür. Die Frage ist, wo du den in Zukunft herbekommst. Aber ja, ich glaube langfristig nicht an Fiverr, ehrlich gesagt. Von der Nutzer-Experience, von der Take-Rate, das stimmt einfach viel nicht, glaube ich. Sonst noch irgendwelche News zu Google? Also genau, ganz spannend auf Twitter berichtet jemand, dass Google, wo wir wieder beim Thema Don't Be Evil wären, zunehmend der Spam-Filter von Google
verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel Calendly, die alternative Kalender anbieten, blockt. Also sprich, eine Calendly-Einladung erreicht mich eventuell nicht, weil der Spamfilter von Gmail die auf ist oder falsch wegsortiert. Das ist insofern lustig, dass, also es wäre natürlich pro forma, könnte es marktmachtmissbräuchlich sein, weil Google mit ihrem eigenen Kalendern natürlich ein Konkurrenzprodukt hat. Es ist insofern lustig, dass ausgerechnet der Google-Kalender ja regelmäßig zu Spam, also und andere Google Suite-Produkte, wie Sheets zum Beispiel. Es gibt ja oft so Anträge, dass ein Sheet mit dir geteilt werden soll von jemandem, den du gar nicht kennst. Und wenn du raufklickst, wird dein Google-Passwort gefischt oder was weiß ich. Wahrscheinlich hat man ursprünglich versucht, also wenn ich jetzt Google das Beste unterstellen wollte, hat man bestimmt versucht, sowas zu unterbinden. Und jetzt trifft es aber unter anderem oder vor allem, das kann ich nicht einschätzen, auch Konkurrenten, was natürlich Verhalten ist, was man als guter Verfechter der Marktethik eher unterbinden sollte. Dann habe ich noch eine Frage für dich, weil wir hier ja viel zu wenig über dein neues Hobby Pickel sprechen. Hat sich das hier irgendwie in die ins Trello geschlichen? Man konnte auf der UMR ja ein sogenanntes Paddle-Feld sehen in einer der Hallen. Das heißt, so ein Cage, in dem man eine andere auf Tennis basierende neue Trendsportart spielen könnte. Das ist aus Spanien, glaube ich, stammende Paddle. Und jetzt haben Nutzer gefragt, was der Unterschied eigentlich zwischen Pickleball und Paddle ist. Also was ist da deine USP und deine Edge im Markt, wenn die Paddle-Leute da schon, ich würde mal vermuten, fünfstellige Ausgaben für Stände auf der OMR machen können? Fünfstellig oder sechsstellig? Das kann ich eigentlich, also von der Quadratmeterzahl hätte ich gesagt, müsste es sechsstellig sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, wie man so viel Geld dafür ausgibt. Oder ist da etwa Geld in dem Markt, wo du dich da rein hasselst? Also, auf den ersten Blick sieht es sehr ähnlich aus. Ne? Der Schläger ist bei beiden, also ist unterschiedlich, aber für Laien sieht es so aus, als ob es so ein bisschen aufgeblasener Tischtennisschläger ist. Und die Bälle sind auch ein bisschen unterschiedlich. Was die Ähnlichkeiten ist, es ist beides einfacher als Tennis und man spielt es eigentlich immer im Doppel. Wenn wir es unseren Eltern erklären würden, würden wir sagen, Paddle-Tennis ist eine Mischung aus Squash und Tennis und Pickleball ist eine Mischung aus Badminton, Tischtennis und Tennis. Und für mich, ich habe jetzt beides gespielt, also ich habe Paddle auch ausprobiert hier, in so einem Randgebiet von Hamburg gibt es so zwei Hallen. Es macht auch Spaß, also man sollte beides ausprobieren. Wenn man Tennis spielen kann, kann man auf jeden Fall auch Paddle spielen, aber es ist schon noch mal ein bisschen schneller und irgendwie anstrengender nicht, aber ich finde es also so 3D. Ich habe Squash zum Beispiel aufgehört, weil ich immer Angst um meine Knie hatte. Das habe ich jetzt bei Pickleball nicht. Und bei Pickleball, so wie wir es jetzt spielen, wir spielen es halt in Berlin und in Hamburg jetzt in Hallen. Da kommen so, können 12 Leute parallel spielen und es kommen so 16, 18 Leute. Und man merkt, wenn die Leute neu dazukommen, lernen die halt unheimlich schnell, wie es geht und haben unheimlich viel Spaß. Und bei Paddle einfacher und niedrigschwelliger quasi. Genau, also ich würde sagen, so für Doppelgängerhörer, dir würde ich sofort zutrauen, dass du sehr viel Spaß bei Pickleball hast und bei Paddle eher so ein bisschen am Fluchen bist. Okay. Und der große Unterschied ist halt noch dazu, ist, also bei Paddle sind halt wohl Millionen fließen da in verschiedene Firmen aktuell, weil die halt diese Plätze bauen müssen. So, deren Ziel ist, glaube ich, ein paar tausend Plätze in Deutschland zu haben. Und das sind meistens alte Tennishallen, die dann umgebaut werden, weil das halt in so einem Glaskasten stattfinden müsste. Das Coole bei Pickleball ist, du brauchst eigentlich nur Netz. Also wir haben heute Morgen gespielt hier in Hamburg. Dann holen wir halt 3 Netze aus dem Schrank neben der Halle, bauen die auf und wenn wir fertig sind, dann wird die Halle für die Kita genutzt und dort laufen auf einmal 20, 30 kleine Kinder rum. So, das ist halt, ich glaube, ein wesentlich urbanerer Sport, der wesentlich weniger Investment braucht. Und wie machst du die Linien auf dem Boden?
sind eigentlich Badminton-Linien. Also du müsstest die eine Linie vorne bei Badminton ein bisschen nach hinten schieben, aber wir spielen auf Badmintonplätzen. Und die Halle, die wir nutzen, da sind meistens 3 oder 4 Badmintonplätze drin. Und da stellen wir einfach die Netze drauf und that's it. Also das Investment ist halt mega übersichtlich. Und das sieht halt bei Padel anders aus. Der einzige wirkliche Wachstumsblocker im Vergleich zu Amerika bei Pickleball ist, dass die Außenplätze in Deutschland, also in Amerika gibt es sehr viele öffentliche Außenplätze, die gebaut werden wurden und vor allem Tennisplätze, die halt umkonvertiert wurden. Das ist in Deutschland dadurch, dass hier alles so auf Sand passiert, ein bisschen schwieriger. Wir müssen noch testen, wie man Pickleball oder ob man Pickleball auf Sandplätzen spielen kann. Das bezweifle ich gerade noch ein bisschen. Aber ja, es macht Laune. Ich freue mich, wenn wir das erste Mal spielen. In Berlin können wir jetzt spielen. Ich komme dich mal besuchen. Okay, dann aber bin ich genug gespannt. Sport. Du wirst uns ja bald Fahrrad-Updates geben. Lass uns lieber ein bisschen durch Earnings gehen. Also schafft es Fiverr, den AI-Hype zu widerstehen? Sind sie kurzfristig Gewinner und wie sehen die Zahlen aus? Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/disclaimer nachlesen. Also Fiverr hat gegenüber dem Vorjahr ihren Umsatz nochmal um 1,5% steigern können. Das ist die kleinste Steigerung, die sie zuletzt gesehen haben. Also es sinkt immer weiter. Es gibt hohe Saisonalität. Im Q1 hat man immer den höchsten Umsatz, zumindest war es im letzten Jahr so. Deswegen steigt man auch nur um 1,5%. Dieses 1,5% kommt wiederum, würde ich vermuten, überwiegend aus einer ungefähr 1%igen Erhöhung der Take Rate. Genau, also eigentlich ist Wachstum minimal, es wird vor allem die Take Rate erhöht. Rohertrag verbessert sich dadurch von 80% auf 82% grob. Die operativen Ausgaben hat man leicht eingeschränkt um 8%. Und so verbessert sich das Ergebnis auf nur noch minus 7 Millionen, von vorher minus 17 Millionen. Also man wird langsam, geht man Richtung Profitabilität. Wenn man die Kosten jetzt, obwohl, naja, die Firma wächst halt gerade nicht, gar nicht so einfach. Also der Cashflow ist schon positiv, muss man sagen. Sonst ist auch da die Share-Based Compensation, was sie runterzieht. Aber eigentlich wachsen sie nicht mehr schnell. Also von Rule of 40 ist nicht zu sprechen mit 17. Immerhin wachsen sie jetzt minimal wieder. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan. Die Aktie ist aber auch nicht mehr super teuer. Es gibt eine theoretische Chance, dass sie kurzfristig profitieren von generativer AI, weil viele Leistungen günstiger werden. Eventuell mehr Marge damit gemacht werden kann. Andererseits langfristig werden die meisten Unternehmen, glaube ich, lernen, das selber zu tun, wäre mein Gefühl, weil so schwer ist es einfach nicht. Also man braucht eben der Aspekt, warum man einen Profi brauchte. Also ich kann kein WordPress-Template selber programmieren zum Beispiel oder designen. Genau der fällt ja weg, sondern ich brauche eventuell nur noch Sprache dafür. Das heißt, eigentlich bin ich für Fiverr nicht optimistisch, war ich auch noch nie. Nicht super schlimme Zahlen, wurden vielleicht sogar positiv aufgenommen, weiß ich gar nicht. Aber langfristig sehe ich da keinen guten Ausblick. Heute früh gerade hat Home2Go reported, das habe ich noch schnell im Sheet eingefügt. Disclaimer, ich sitze im Aufsichtsrat von Home2Go und werde versuchen, deswegen nicht allzu sehr zu werten, sondern nur die Ergebnisse zu beschreiben. Das ist ein selbst verkündete Highlight ist der Anstieg des Booking Revenues um 50% etwa. Das hatten wir letzte Folge eigentlich schon beschrieben, inwiefern Booking Revenue und IFS Revenue zusammenhängen. Das Booking Revenue ist einfach sagen, die eingenommenen, oder wie soll man sagen, die erzeugten Buchungen, die man in diesem Quartal gemacht hat, während das IFRS Revenue die tatsächlich realisierten Umsätze in diesem Quartal, die aber ihren Ursprung in der Regel in schon vorherigen Buchungen haben, widerspiegeln. Was man auch, glaube ich, sagen kann, ist, dass man im Q1 schon eine sehr hohe Visibility auf das Rest des Jahres hat. Also dadurch, dass ein erheblicher Anteil der Holiday Rental Bookings von sagen, sehr pflichtbewussten Menschen im ersten Quartal, spätestens im ersten Quartal gemacht wird, kann man schon ganz gut sagen,
wie die nächsten Quartale laufen werden. Home2Go hat ihre Guidance reiteriert, also bestätigt, unter anderem, dass sie Adjusted EBITDA Break-Even sein wollen dieses Jahr. Auch da würde ich sagen, mit im Hinterkopf, dass man das vom Q1 schon relativ gut ableiten kann auf Rest des Jahres, sollte einem das vielleicht Konfidenz geben, dass das erreicht werden kann. Die Take-Rate hat sich verbessert auf über 10%. Vor 2 Jahren war das noch 7%, also deutlich höhere Take-Rate im Vergleich zum Booking-Volume. Der eigentliche IFRS-Umsatz steigt in Anführungsstrichen nur um 16%. Wie gesagt, das Booking-Volume als höchst vermutlich vorlaufender Indikator mit 50%. Der Vollständigkeit halber, es gab ja im letzten Jahr Akquisitionen, das heißt, man kann davon ausgehen, dass der Anstieg nicht 100% organisch ist. Vielleicht noch interessant, die Marketingquote hat sich verbessert. Man gibt nur noch 6% des Gross Booking Volumes für Marketing aus. Das war in der Vergangenheit auch in aller Regel höher. Das heißt, das Marketing wird effizienter und damit bewegt man sich eventuell dann auf das Ziel des EBITDA Break-Even. Stärker, oder des Adjusted EBITDA Break-Even stärker zu. Es wird weiterhin in Product Development Operations investiert. Der Anstieg liegt zwischen dem Revenue Increase und Booking Volume Increase. General and Admin liegt leicht über dem Vorjahr. Insgesamt die operativen Ausgaben 14% höher, der Revenue 16% höher. Das heißt, die Marge verbessert sich minimal. Aber im Q1 ist man mit minus 35 Millionen operativen Income noch höchst negativ. Das ist tatsächlich mehr Verlust als die IFRS-Revenue. Hierzu muss man aber verstehen, dass, ich würde mal sagen, die Hälfte aus dem Sekunde, stimmt das? Ne, nicht ganz, aber auf jeden Fall fällt im Q1 einfach sehr, sehr viel an Marketing-Ausgaben schon an. Und dementsprechend schlecht sieht dann eventuell auch das Ergebnis erstmal aus, weil wenig Umsatz recognized wird. Also es gibt einfach wenig Leute, die jetzt im ersten Viertel des Jahres auf Reisen gehen. Gleichzeitig sind die Marketingausgaben für den Rest des Jahres gesehen, aber verhältnismäßig groß. Und dadurch ist Q1 immer das am wenigsten profitable Quartal, würde ich sagen. Und das wird sich höchstwahrscheinlich dann über das Jahr bessern, wenn die Leute dann tatsächlich anfangen zu reisen und der Umsatz verbucht wird, die Marketingausgaben relativ gesehen eher gleich bleiben, so dass sich das Ergebnis dann theoretisch verbessern könnte, so dass alles so aufgeht. Genau, ansonsten sagen die zu den strategischen KPIs, das On-Site-Buchungsvolumen, also die Transaktionen, die über die eigene Webseite gebucht werden, steigen gegenüber dem Vorjahr um 52%, also ganz erheblich. Da delivert man ganz gut gegen die strategische Guidance. Die mehr opportunistischen Bereiche, sagen CPC, CPL, Business Offsite, wachsen langsamer und dadurch erhöht sich der Share von Marktplatzgeschäft, was direkt auf der Plattform stattfindet und nicht auf Seiten Dritter. Es sind noch 140 Milliarden Cash und Equivalents dort. Die Anzahl der Mitarbeiter ist größtenteils gleich geblieben gegenüber den letzten 2 Quartalen. Genau, das sind, glaube ich, die wichtigsten Informationen. Ansonsten soll man sich das gern selbst anschauen. Zum Vergleich, bei Airbnb sind die Wachstumswerte ungefähr 20% year on year. Das heißt, beim Booking-Volumen oder Booking-Revenue, Entschuldigung, liegt man deutlich höher. Beim verbuchten Revenue und der Anzahl der Bookings ungefähr auf dem gleichen Level, würde ich sagen. Achso, und das andere sagen, strategisch Wichtige ist sicherlich noch die Subscription und Services, also Software, die man an Vermieter zur Verfügung stellt. Auch das Segment wächst zwar nicht mehr dreistellig, aber mit 84% sehr dynamisch gegenüber dem Vorjahr. Genau, was haben wir noch? PayPal hatten wir versprochen, habe ich neu ins Sheet auch aufgenommen. PayPal wächst immer noch, also beschleunigt das Wachstum sogar leicht wieder auf 9,8% gegenüber dem Vorjahr. Beim Total Payment Volume, beim Umsatz auch ungefähr 9%. Rohmarge verschlechtert sich aber von 56,5% auf 53,4%. Das ist sicherlich nicht gut. Die operativen Kosten steigen nur um 4%. Das wiederum ist gut und führt zu einer zu einer ganz guten Verbesserung des operativen Ergebnisses. Also man macht statt 11% jetzt 14,5% operative Marge. Aber in der Guidance hat man gesagt, dass die Margen sich wieder verengen könnten. Das hat den Markt eher negativ gestimmt. Und die Anzahl der aktiven Accounts ist auch, ich glaube, erstmals gesunken. Ja, das sieht so aus, als würde es wirklich erstmals
sinken von 435 Millionen, was natürlich eine Menge ist, auf 433 Millionen. Die Anzahl der Transaktionen ist auch niedriger als im Vorquartal, aber nicht niedriger als im Vorjahr. Das Vorquartal war Weihnachten, deswegen kann man es nicht so ziehen. Also die Leute machen mehr Transaktionen pro Nutzer, aber die Anzahl der aktiven Nutzer ist gesunken und deswegen kommen jetzt so ein bisschen Wachstumssorgen und Margensorgen bei PayPal zusammen. Trotzdem ist PayPal immer noch in einer hervorragenden Situation, was Verbreitung des eigenen Produktes angeht. Und konnte, wie gesagt, die Margen jetzt kurzfristig verbessern, aber langfristig glaubt man nicht daran, dass man das halten kann. Es gibt ja natürlich ausreichend Konkurrenz auch mit Shopify, Square, Adyen, Stripe und eventuell weitere neuen Lösungen und den GAFA-Plattformen selber. Von daher, ist wahrscheinlich ein Investment, was einem mittelfristig irgendwann vielleicht Dividenden zurückspielen wird oder über Stock-Buyback-Programme Gewinne schafft. Ob es die ultimative Wachstumsfirma ist, also im Moment wächst sie halt in Anführungsstrichen nur mit 10% und die Profitabilität ist jetzt auch nicht so hoch, dass man da jetzt über die Profitabilität in die Rule of 40 käme. Trotzdem ist es sicherlich eine noch solide Firma. Man müsste nur eben schauen, ob es eine Wachstumsfirma bleibt oder doch eher nicht. Dann haben wir noch, wo wir gerade im Finance-Bereich sind, können wir die Nubank noch kurz machen. Das ist die Bank in Lateinamerika und Südamerika, wo unter anderem Warren Buffett importiert ist und die einfach gewachsen ist wie Unkraut in letzter Zeit. Letztes Jahr noch mit 200% gewachsen, jetzt immer noch mit 85% gegenüber dem Vorjahr mega dynamisch gewachsen. Ist dabei profitabel, hat ungefähr 8% Profit. Marge. Im Vorjahr noch minus 5%, dieses Jahr plus 9% sogar. Also profitabel und schnell wachsend, einfach weil die Kosten nicht so schnell explodieren, wie der Umsatz immer noch dynamisch weiter wächst. Die Anzahl der aktiven Accounts ist fast 18 Millionen höher als im Vorjahr. Im Vorjahr noch 46,5 Millionen Accounts, dieses Jahr schon 65 aktive Accounts, 3,7 neue Sekunde sind das aktive, ja, 3,7 im Vergleich zum Vorquartal allein nochmal neue Kunden. Der Revenue pro Kunde steigt von vorher 6,3 auf 8,6 US-Dollar pro Quartal, pro Monat, Entschuldigung, während die Kosten, diese Customer zu bedienen, nur bei 80 Cent pro Kunde liegen. So, das ist quasi das, wo N26 und alle europäischen Neobanks traurig draufschauen, dass die hier 9 Dollar verdienen pro Monat pro Kasse, also über 100 Euro im Jahr und da sehr niedrige Kosten haben, das zu erwirtschaften. Plus eine ganz gute Möglichkeit, dass die Kunden, also das Interest-Earning-Portfolio, die Kundengelder, die Geld verdienen, wo Nubank dran profitiert, ist von 3,1 auf 5,2 Milliarden gestiegen und das Interest-Income hat sich auch mehr als verdoppelt, plus 135% auf 800 Millionen. Ich würde annehmen, dass Nubank damit einfach extrem sportlich bewertet ist und natürlich immer die Gefahr ist, dass das Wachstum sich irgendwann verlangsamt, aber ich fand es in der Vergangenheit immer eine sehr spannende Aktie, aber sie war auch zu jedem Zeitpunkt sehr teuer, aber so ist das nun mal mit Qualität, dass Warren Buffett da investiert hat und das wahrscheinlich zusammen mit Snowflake und Apple sein einziges Tech-Investment ist, spricht vielleicht für sich und dafür, dass er es vielleicht am Ende doch nicht viel zu teuer erachtet, auch wenn er es sicherlich nicht selber verhandelt hat, das Investment, sondern jemand aus seinem Team, aber extrem gute Zahlen und es sieht viel nachhaltiger aus, als was wir in Europa im Neobankensektor sehen, würde ich sagen. Und außerdem hat noch relativ frisch reported letzte Woche, diesen Montag, hat Monday.com noch vor der Börseneröffnung reported. Die wachsen nach dem Vorjahr 84%, was dann immer weiter runtergegangen ist, immerhin noch mit 50% gegenüber dem Vorjahr, was für die jetzigen Verhältnisse ja unheimlich dynamisch noch ist. Die Umsätze wachsen mit 50%, die Kosten wachsen aber nur noch mit 4%, also man hat da offenbar an den Kosten ordentlich gearbeitet. Und so hat sich die Marge brutal verbessert von minus 62 auf minus 14%, also es wirkt so, als hätte man die wirklich verstanden, was die Stunde geschlagen hat, hat die Kosten mehr oder weniger eingefroren. Und wächst aber weiter mit 50%, profitiert dann maximal von einem sehr, sehr starken Operating Leverage. Man kann es auch in der quasi im Rohertrag pro Mitarbeiter oder Umsatz pro Mitarbeiter sehen, wenn man diese Kennzahl mag, dass man die da stetig Fortschritte macht. Nämlich genau das, was eben die großen Tech-Konzerne nicht schaffen. Die Rule of 40 ist mit 76 sehr hoch, weil man sozusagen eine hohe Free-Cashflow-Quote hat
und noch sehr stark wächst. Super Zahlen. Ich würde aber auch vermuten, extrem teuer, einfach weil es eins der wenigen Unternehmen ist, die gerade noch Wachstum und zumindest Non-Gap-Profitabilität verbinden, aber auch nach Gap, also nach den strengeren Buchhaltungsregeln, demnächst ins positive Terroir übergehen sollten. So, achso, und dann wurde sich noch Trade Desk und ZipRecruiter gewünscht. Fangen wir an mit ZipRecruiter. Die sind geschrumpft gegenüber dem Vorjahr, was natürlich nicht so schön ist, konnten dabei aber einigermaßen die Rohmarge halten, weil man auch da an den Kosten gearbeitet hat. Also Umsatz ist um 19% zurückgegangen, Kosten wurden um 20,5% gesenkt. Das heißt, das Ergebnis ist gar nicht so stark beeinträchtigt. Und man ist weiterhin positiv mit plus 11 Millionen und einer operativen Marge von 6%. So weit, so gut, obwohl man natürlich lieber auch noch Wachstum hätte dabei. Genau, der Jobmarkt, dem fehlt es einfach gerade in den USA an Dynamik kurzfristig. Einfach, es gibt Rezessionsängste, obwohl man Leute auch schnell feuern kann. In den USA wird einfach weniger eingestellt. Ich glaube langfristig sehr stark weiterhin an den demografischen Trend, sozusagen der ausschlaggebend für das Investment war. Also Disclaimer, dass ich bei ZipRecruiter investiert bin. Vom Timing her hätte man sicherlich einen besseren Zeitpunkt wählen können, aber es gilt andererseits auch für so ziemlich jeden Tech-Titel oder für die allermeisten Tech-Titel gerade. Von daher halte ich die Position auch weiter, weil ich langfristig an den darunter liegenden Trend glaube. Ich finde es ein gutes Zeichen, dass sie die Kostenbasis bereit sind und in der Lage sind auch dazu, die sehr schnell anzupassen. Also Marketing hat man um 36% reduziert, General Admin stabil gehalten, investiert weiterhin in R&D. Das scheint mir eine gute Strategie zu sein. Von daher hätte ich mir natürlich weniger Umsatzeinbußen gewünscht, aber ich finde es trotzdem gut, wie die Firma es managt. Und dann The Trade Desk, die überraschen wie immer positiv, muss man sagen. Aktie hat relativ uneinheitlich reagiert, glaube ich, aber man wächst dann in dem wirklich schweren Werbemarkt gerade um über 21% gegenüber dem Vorjahr. Trade Desk ist der größte unabhängige Werbemarkt, größte unabhängige, relativ stark integrierte Ad-Exchange, also man kann nicht so richtig sagen, es ist Supply-Side-Plattform, Demand-Side-Plattform, Ad-Exchange, es hat sozusagen Aspekte von allem da drin, aber eben sehr offen und jetzt nicht im Besitz eines GAFAs. Die haben ihre Kosten auch gut in Kontrolle, die Kosten wachsen ungefähr so schnell wie der Umsatz, dadurch bleibt man weiterhin ungefähr noch 6% unprofitabel, Cashflow natürlich längst positiv, auch da nur die Share-Based Compensation, die das Gap-Ergebnis ins Negative zieht. Zusammen mit Zinsen, das Net-Income ist sogar positiv, dann von daher gibt es eigentlich nichts zu meckern und TradeDesk schlägt regelmäßig die Erwartungen und schlägt sich auch in diesem sehr anspruchsvollen Werbemarkt einigermaßen gut durch, würde ich sagen. Danke, Pip. So, ich glaube, damit sind wir durch die Earnings durch und ich gehe radeln, so Gott will. Ja, ich hoffe, du hast eine gute Ausrüstung, guten Helm und ich freue mich auf deine Stories und Fotos und Sprachnachrichten. Wie gesagt, die Community steht hinter dir, wo auch immer wir dich abholen müssen, wir holen dich ab. Ich setze drauf, ja. Dann bis dann. Bis bald mit, siehst du, Reisemikro sollte ich einpacken, gute Idee. Dann bis bald. Peace.